Architekt Heiko Englert realisiert natürlich auch Neubauten. Sanierungen findet er aber viel spannender. Denn kein Haus gleicht dem anderen. Stets stellen sich ihm neue Herausforderungen. So auch bei diesem Haus in Hemmingen im Landkreis Ludwigsburg. Das Haus aus dem Baujahr 1975 war ein typischer Vertreter aus den 70er Jahren. Eine dunkle Fassadenbekleidung im Dachbereich, dunkle Balkongeländer und ein dunkler Anstrich vermittelten schon von außen einen eher drückenden, schwerfälligen Eindruck. Heute dagegen kommt das Reihenendhaus sowohl innen als auch außen heller und freundlicher daher. Der Wohnkomfort ist erheblich gestiegen, der Energieverbrauch um rund 2/3 gesunken. Wir haben neben der Dämmung der kompletten Gebäudehülle auch natürlich das Dach gedämmt. Die Sparren sind mit 24 cm voll ausgedämmt und haben eine Aufsparrendämmung bekommen. Und dann ist nur auf der Nordseite ein herkömmliches Ziegeldach und auf der Südseite haben wir eine komplette Aktivdachhaut. Das heißt, die Dachfläche ist aufgeteilt mit Dachfenstern, Photovoltaikmodulen und Solarthermiemodulen für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Und diese Fläche bildet die komplette Dachhaut als geschlossenes System in einem modularen Raster aus. Die ungedämmt aus der Gebäudehülle auskragenden Stahlbetonbalkone wurden abgerissen und somit Wärmebrücken entfernt. Im Süden findet sich nun ein kleiner Lesebalkon, der von der Gebäudehülle thermisch getrennt ist. Im Westen sorgen französische Balkone vor den bodentiefen Fenstern für Sicherheit. Ursprünglich war das Gebäude hier mit einer Ölheizung versorgt. Im Vorgarten in relativ großer Entfernung liegt ein 16.000 Liter Öltank. Der Energieverbrauch lag bei über 4.000 Litern Öl im Jahr. Und man hat im Zuge der Sanierung dann auch überlegt, ob man diesen Öltank zu einem Pelletstank umbauen kann. Da war aber die Entfernung zum Haus so groß, dass man Angst hatte vor der Störungsanfälligkeit. Und dann lag das Hauptaugenmerk darauf, den Energiebedarf vom Haus möglichst weit zu senken und dann den restlichen verbleibenden Energiebedarf, der jetzt noch etwa 25% von vorher beträgt, mit Gas zu decken und das Ganze noch unterstützt über eine solarthermische Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, was vor allem hier im Erdgeschoss mit der Fußbodenheizung sehr gut zusammengeht. Dafür sind auf dem Süddach etwa 13 Quadratmeter Solarthermiekollektoren untergebracht und das Ganze noch ergänzt mit einer PV-Anlage mit etwa 4,25 kW Peak. Dann gibt es noch eine Lüftungsanlage mit einem sehr hohen Anteil an Wärmerückgewinnung, die auch noch zu einer sehr guten Energiebilanz beiträgt. Neben mehr Wohnkomfort und höherer Energieeffizienz war den Bauherren auch das Thema Barrierefreiheit wichtig. Man hat versucht, den gesamten Erdgeschossbereich barrierefrei herzustellen. Insofern, dass man gesagt hat, die Essplatznische jetzt hier genutzt als Essplatz, kann man ein Bett stellen, falls einer der Bewohner über eine Zeit mal bettlägerig ist oder schwer zu Fuß ist. Hat dann aus dem Gäste-WC auf der Seite das vergrößert nach vorne gezogen und vom Hauswirtschaftsraum einen Teil abgezweigt und da ein barrierefreies Bad, ein Duschbad hergestellt. Und dann gibt es noch die Ausgangstüren hier und nach Süden raus zum Garten, die auch barrierefrei sind. Diese Fenstertür hier korrespondiert mit den zwei Fenstertüren in den Geschossen drüber, sodass man hier bei Bedarf auch mal noch einen Außenaufzug nachrichten kann. Ich denke, am schönsten sieht man hier, dass der integrale Ansatz, also eine Komplettsanierung rundherum, die besten Ergebnisse erzielen kann, weil dann alle Maßnahmen, die Dämmung der Gebäudehülle, aber auch die Anlagentechnik ihren optimalen Wirkungsgrad ausspielen können. Das heißt, diese integrale Sanierung birgt so viele Synergieeffekte durch das, dass sie am Stück gemeinsam durchgeführt wird, dass das, denke ich, der größte Nachahmeranreiz sein müsste. Auch die Bewohner sind mit dem Ergebnis rundum zufrieden. Besonders die kontrollierte Wohnungslüftung hat es ihnen angetan. Die sorgt auch bei geschlossenen Fenstern stets für frische Luft und der Verkehrslärm bleibt draußen.